Moin Leute, was geht? Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Und zwar geht es um diesen Filter hier. Das ist ein Black Mist Filter von der Firma K&F Concept. Es gibt diese Filter natürlich auch von verschiedenen Firmen. Ich habe diesen hier jetzt von K&F Concept zugeschickt bekommen, darf aber trotzdem meine Meinung dazu sagen und werde das natürlich auch tun. Und was ich auch schon mal direkt sagen kann, ist, dass man hiermit echt coole Bilder machen kann. Ich habe letzte Woche schon ein Shooting gemacht, das werde ich euch gleich im Anschluss komplett zeigen. Und der besondere Effekt dabei ist, finde ich, dass die Bilder so ein bisschen einen Vintage-Look bekommen. Und der wird dadurch erzeugt, dass hier so eine Beschichtung drauf ist, die das Bild so ein bisschen diffuser macht, ein bisschen weicher macht und gerade die Lichter so ein bisschen weicher macht. Ich werde euch das mal direkt zeigen. Ich weiß nicht, ob man das direkt schon erkennen kann, dass meine Haut vielleicht ein bisschen weicher wird oder das Licht hier so ein bisschen diffuser wird. Noch besser erkennt man es, wenn man hier so ein Licht direkt reinscheinen lässt. Und zwar, wie ihr merkt, ist das Licht so ein bisschen gestreut. Wenn ich es runternehme, dann seht ihr, dass es wieder so ein bisschen fokussierter ist, beziehungsweise kleiner ist. Und jetzt ist es wieder gestreut. Und das ist eigentlich auch dieser ganze Effekt, den dieser Filter hier bewirkt. Und ich finde, das ist einfach ein besonderer Look. Und das Einzige, wo man so ein bisschen aufpassen sollte, das werdet ihr auch gleich bei meinen Fotos sehen, wenn ihr ein Model ins Gegenlicht stellt, dann kann es sein, dass das Licht natürlich so ein bisschen über die Person streut und dann kann man das natürlich in einem Foto schwierig dann korrigiert bekommen. Daher müsst ihr genau wissen, wie ihr das Ganze einsetzen möchtet. Wenn ihr diese Filter nachts benutzt, wenn ihr zum Beispiel im Hintergrund viele Neonlichter habt, dann sieht das natürlich noch geiler aus. Ich habe auch ein paar Fotos in der Nacht gemacht. Ich habe letztes Jahr schon viele Fotos mit einem Black Mist Filter gemacht und zwar an meiner Q2, da ist immer einer dran und ich war in Miami oder in Wien unterwegs. Ich werde euch mal die Vlogs auch mal unten verlinken. Da könnt ihr nämlich auch mal sehen, was ich damit noch so hinbekommen habe. Gerade in Miami, wenn ich da so nachts unterwegs war, kamen sehr, sehr schöne Bilder dabei rum. Also würde mich freuen, wenn ihr euch diese Videos auch anschaut, damit ihr einfach mal den Effekt von diesen Black Mist Filtern einfach mal erkennen könnt. Mir haben die Ergebnisse mit diesem Filter hier sehr gut gefallen. Ich werde den unten nochmal direkt verlinken. Es gibt natürlich auch noch viele Stufen, was diese Black Mist angeht. Ich habe jetzt hier ein Viertel. Es gibt natürlich noch höhere, aber ich finde, das Bild darf nicht zu diffus wirken, weil dann irgendwann das ganze Bild natürlich viel zu unscharf wirkt. Und deshalb finde ich, ist das hier so eine gesunde Mischung. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, digital solche Effekte zu machen. Aber ich persönlich finde es manchmal ganz cool, wenn ihr das direkt auch an der Kamera habt und dann ist das Bild einfach schon so fertig. Wenn ihr auch JPEGs machen wollt, dann könnt ihr das hiermit einfach direkt dann auch erzeugen. Ich will auch gar nicht mehr hier so lange rumschnacken. Ich will euch jetzt mal direkt ins Shooting reinschicken. Das ist auf alle Fälle sehr cool geworden, haben sehr viele schöne Bilder dann hinbekommen. Und ja, würde sagen, let's go und bis zum nächsten Video. Ich bin hier mit Andres, das ist heute unser Model und wir sind hier gerade, wirklich sagen, eine halbe Stunde, bevor so die goldene Stunde so langsam losgeht. Das wollte ich jetzt extra auch jetzt anfangen, damit man mal bei helllichten Tagen das einfach mal testet, was das so bewirkt und danach heute Abend noch mal ein bisschen das Licht natürlich testen, weil da wird das auf jeden Fall richtig cool, wenn das Licht im Hintergrund so ein bisschen diffuser wird. Und ja, wir sind jetzt hier gerade im Viertel und wir starten einfach mal mit den ersten Fotos, würde ich sagen. Ich gehe mal so ein paar Schritte zurück und komm mal auf mich zu und schau mal dabei links und rechts. Ja, sehr cool. Hast du ein bisschen so einen Look wie Mbappé, finde ich, so wegen den Haaren gerade, ne? Ja, normalerweise habe ich blonde Haare. Oder? Ach so, okay, hast du die weggemacht gerade. Kannst du mir bitte versuchen, da oben drauf zu steigen? Ich weiß nicht genau, vielleicht kannst du hier so abstützen oder so. Oder eher sportlich, oh, natürlich habt ihr das auch so. Oh. Genau. Ach, warte mal, die Mühe mache ich mir noch. Die Mülltonne muss nicht im Spiel sein da jetzt. Können wir gleich wieder zurückstellen. So, genau. Er weiß schon, was ich brauche. Das ist perfekt. Sehr gut. Reingespielt. Ja. So. Genau, schauen wir so ein bisschen nach da. Sehr cool, ja. Ein bisschen weiter da. Wir gehen nochmal so ein bisschen runter in die Hocke. Nutzen wir mal dieses rote, die rote Vespa aus. Und gleich schalte ich einfach mal so daneben, als ob das so deine wäre. Es ist zwar noch ziemlich hell, aber wir werden trotzdem jetzt dieses Bokeh hier nutzen, also die kleinen Lichtkügelchen hier. Vielleicht kannst du dich mal hier so anlehnen. Genau. Vielleicht kannst du auch gleich mal deine Jacke aus, nur so überhängen. Genau. So, perfekt. Genau. Schau mal dabei so ein bisschen hoch. Weißt du, was wir machen? Zieh dir mal bitte meine Brille an.
So. Ja, cool. Oh, komm mal hier, das ist cool, hier die Wand. Kannst du vielleicht hier so durchgehen? Ja. Warte mal, vielleicht hier irgendwas, wo ich die Sonne auch mit drin habe. Wenn du hier so vielleicht stehst. Er ist jeder. Da ist es meist. Mach wieder, genau, eine Hand. Vielleicht kannst du mal deine Brille gleich so. Genau, schau mal, nimm die mal, setz mal auf, ne? Schau mal nach vorne. Das ist cool. Oh, egal, ich habe hier gerade im Hintergrund direkt die Sonne. Vielleicht kannst du so ein bisschen Disney machen. Genau, so ein bisschen Hüpfe. Ja, genau. Das ist cool, sehr gut. Ich weiß immer so. Ich überlegen, was man machen muss, ne? Ja, was. Ich habe gerade erfahren, das sind Jungs, die Calisthenics machen. Und hast du richtig, habe ich richtig ausgesprochen, oder? Ja, genau. Super. Was bedeutet das denn genau? Das ist Sport mit Einkörpergewicht, also wie man es kennt. Wir machen unter anderem aber auch Handstände, Muscle-Ups, Flaggen, wo es halt geht. So ziemlich Straßentouren, grob gesagt. Aber ja, genau, hält den Körper fit und man braucht auch kein Equipment dafür. Bin ich mal gespannt. Kriegst du hier was irgendwie jetzt hin? Vielleicht hier so diese Stange nutzen oder sowas? Ja. Das wäre doch der perfekte Corona-Sport für dich, oder? Perfekt. Also ich glaube, ich muss das. Gut, dass ich sie getroffen habe, dann kann ich direkt loslegen. Aber ich glaube, mein Gewicht hochzuschleppen ist noch ein bisschen schwer. Komm mal hier entgegen, hier mit der Sonne ist gerade ganz nice. Cool. Und jetzt schon mal ein bisschen hoch. Was tut nach da mal? Noch ein bisschen weiter. Ein bisschen tiefer. Ja, genau. Ein bisschen die Spiegelung hier. Wir nutzen das gleich, wir drehen das mal um. Mhm. Genau, das ist immer die Spiegelung. Das ist auch nice, wenn der da ist. Nicht halt so viel. Alter, ich muss gut. Alter, ich muss ganz runtergehen, das sieht man nicht. Mal da an, so. Ja. Das sieht cool aus. Genau. So. Fresh. Das ist gut. Wir haben jetzt auch Frühling, bald. Oder haben wir jetzt sogar schon. Dann machen wir mal direkt ein bisschen Fotos hier. Machen wir die Brille jetzt scharf. Hey, du musst so jetzt sehen. Ah ja. Okay. Und. Go. Ja. Schau richtig, also nicht zu mir, sondern nach hinten hinter mir. Guck mal. Genau. Ist noch was Cooles, könnten wir mal ausnutzen. Komm mal her. Wir sind hier beim Theater. Perfekt, da kommen wir gleich dann, wo ich so führen wollte. Stell dich mal hier so hin, sodass du ganz ein bisschen Licht auf dich so kommt. Schau mal zur Sonne. Ah, zur anderen Seite. Mal zu mir und mach mal so, genau,
So, oder auch mal die so Arme. Genau. Mal, setz dich mal so drauf und dann mach, also mach so, versuch das Feld. Versuch mal. Mach kurz. Alles klar, weiter geht's. Genau so. Hoch, hoch schauen aber. Ein bisschen tiefer. So, genau. Und jetzt nach vorne. So. Und hinten so mit der Spiegelung. Mal ein bisschen. So, wir haben uns jetzt hier ein bisschen umgezogen, beziehungsweise ist ein bisschen kälter geworden. Er hat jetzt auch einen richtig coolen Mantel an und wir werden das natürlich jetzt schön ausnutzen. Also ich würde gerne, dass du gleich so in der Mitte stehst und dann so ein bisschen springst und deinen Mantel so ein bisschen nach hinten schmeißt, damit das so nach, also ein bisschen, als ob das fliegen würde. Komm noch mal ein bisschen rüber, damit es ein bisschen mittiger ist und noch mehr zu mir. Okay, und 1, 2, jetzt. Mal auf mich zurennen, also geh mal ein bisschen zurück und dann aber so, dass deine Jacke so ein bisschen schwingt. Ja. Und jetzt. Boah. Das sieht nur fresh aus. So, jetzt machen wir hier einen GIF, und zwar den Hero-Sprung, würde ich sagen, oder den Spider-Man-Sprung. Bist du bereit? Okay. Also mit dem Magneto-Shift? Genau, Magneto-Shift und landen wir Hero-Landing, oder wie das heißt. Okay, 1, 2, jetzt. Von oben, Alter, dass selbst dein Gesicht so ein bisschen abbekommt von oben. So, das war es jetzt von unserem kleinen Video. Mir hat es echt riesen Spaß gemacht und danke dir nochmal. Und wir werden auf alle Fälle noch mehr Projekte zusammen machen. Ich hoffe natürlich, dass euch die Fotos gefallen haben. Folgt auf alle Fälle ihm und auch den ganzen Kollegen. Und wir haben auch eine sehr interessante Seite für Calisthenics. Also falls ihr auch in diesem Bereich irgendwie Interesse habt, da was mal zu machen, schaut euch das mal an. Und natürlich wieder einen riesigen Dank an meinen Padawan, an meinen Kollegen Jascha, der hinter der Kamera gerade ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis dann sage ich.